Hey, was geht so, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush for the Vegetarian, und ich begrüße euch herzlich zurück zu Let's Play Hyrule Warriors 2, Zeit der Verehrung. Es wird nun Zeit, dass wir mit der... wahrscheinlich, letzten großen Feenprüfung durchstarten beim Tiefschnee. Zelda hat schon ihre... Zelda hat schon mal, freu dich schon mal auf meinen großartigen Auftritt. ihren Zoll erfüllt und jetzt darf mal wieder Rivali ran. Ich kann leider die Rubine jetzt nicht mehr, ich kann die Rezepte registrieren, das geht ja auch. Noch zusätzlich. So, was fehlt mir hier? Da fehlen diese Trüffel. Maxi-Trüffel. Na schön. Dann, ja, gönne ich mir halt noch ein Ei für etwas mehr Erfahrung. Nun ja, das war lecker. Ich weiß nicht, ob das irgendwie kannibalisch betrachtet werden kann, weil schließlich ist er ein Vogeltyp und er isst praktisch ein Ei, was auch Vögel legen, zumindest die weiblichen. Naja, okay. Es gibt ja auch genug Raubvögel, die Eier von anderen fressen. Wenn ich mich hoffentlich nicht täusche. Und es gibt genug kannibalische Verhältnisse unter Tieren. Aber gut, Rivali ist ja kein... Und die Orni generell sind ja nicht bloß Tiere, sie sind auch mehr Menschen. Sie sind halt, Anthropomorph, also Anthros. So... Okay. Hier bin ich. Ah, kalt. Kein Entkommen. Jawohl. So. Oh. Den ohne Hauptmann muss ich also beschützen hier. Oh, jetzt aber schnell. Ah! Hört auf zu zappeln! Das war's! So. Kommt alle aufs Maul hier! Hä? Hört auf zu zappeln! Lass gut sein! Und nimm den! So viel zu den Eismoblen. So, und jetzt hier schnell dem Hauptmann hier zur Hilfe eilen. Dann hoch wieder! Da träumen wir schon mit den ganzen Moblins auf. Wir brauchen nie wieder jede Menge Moblins für die Moblin-Urkunde. Hä? Fühlt euch etwas ab. So, come on. Ja, damit geht der auch schon mal down. Also der kann trotzdem sehr viel Damage mit seinem Pfeil hier zu austeilen. Achso, das war ein Hauptmann. Ich dachte. Ich dachte, das wäre der Feind, der mich gerade hinterrücks attackieren möchte. So. Jetzt weiter. Nehmen wir mal die Seite hier ganz schnell, wenn wir schon in der Nähe sind. So. Eis wieder dabei sein. Okay. Ohne Gnade. Boom. Oh, Alter, der kann wirklich Damage machen. Wale ist echt stark. Muss man ihn lassen. Aua! Hört auf zu zappeln!
Sehr schön. Komm schon. Ach, verdammt. Schnell. Ja, da trifft er gleich beide auf einen Schlag. Ach, noch mehr? Achso, normale Moblins, ne? Also Bock. Nein, das waren Moblins. Jetzt kommen blaue Moblins hinzu. Flieg los! Mann! Okay. So viel mal zu denen. Der Sieg geht auf mein Konto. So, jetzt aber schnell. Auf die andere Seite. Da kommen sie alle. Oh oh! Aua, Mann! Ich hoffe. Moment, was? 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 Alter, dieser Wirbelsturmangriff hier. Oh Mann. Jetzt reicht's. Okay, der ist auch schon mal down. Aber das ist ja... Das hilft trotzdem. Oh, oh. Flieg doch los, Mann. Und markieren bitte. Oh. Das war knapp. Was auch nicht wehtut. Lass gut sein. Bin fertig. Der Sieg geht auf mein Konto. So, jetzt noch die anderen hier. Wo ist eigentlich der Haupt... der ist eh da. Gut. Das kleine Vieh kann er sich selbst kümmern. Die können kaum Schaden machen. Die Eismoblins hingegen sind eine andere Geschichte. Gerade noch rechtzeitig, der stand schon davor, mich aufzuspießen. Nein? Hört auf zu zappeln. Genau. Und das wär's. Noch einer übrig. Der Sieg geht auf mein Konto. Ich krieg Moblin-Herzen, aber kein Hinox-Herz. Wie gemein. So, da ist er, der Letzte. Ja? Hast mich gesehen. Herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Ja, das wär's. Ist so gut wie down, Freundchen. Oh. Sehr schön. Selbst aus der Entfernung kann ihn noch erwischen. Oh, das wär's. So, jetzt noch die große Fee selbst. Der Sieg geht auf mein Konto. Gern geschehen.
Oh, ja, jetzt müssen wir erstmal 1500 Rubine. Boah, ich wünschte, ich könnte die Rubine behalten am Ende, aber nein, darf ich natürlich nicht. Nicht gemein, ey. Wie sind der jetzt angetanzt gekommen? So. Ja, ja, so richtig. Ich habe wirklich schon vergessen, dass sie sich so krass rumbewegen, so richtig. So Sonic Speed. Mehr Mühe, bitte. Das sah vielleicht komisch aus. Oh Mann. Ja. Wo sind die Rubine? Ja, ich komme, Fräulein. So, ich muss aber aufpassen, dass ich das schaffe. So. Bitte sehr, deine Rubine. Und jetzt kämpfst du gegen mich. Kai, oh, shit. Ah! Das habe ich auch für dich. Da wird das Schild aber schnell runtergesetzt. Dieser Wirbelsturm ist echt nice. Ah, aber das finde ich nicht nice. Ich kann sogar. Wow! So oft kann ich mich heilen? Na komm, greif an. Hey, diesmal. Kann ich deinen Tackle ausweichen? Oh! Aber da muss ich noch. Ah! Na komm! Jetzt! Das ist gut, dass es dafür kein Zeitlimit gibt. Shit. Ach, das kann ich erstmal nicht vorhersehen! Shit. Ich stecke fest. Ich komme gar nicht weg. Wie sie mich da in die Ecke gedrängt hat. Na warte. Jetzt mal Schluss mit dir. Meine Fresse. Naja, sag's einfach. Aber ja. Sagen seine Luftangriffe sind echt episch. Von diesen Wirbelsturm, die er erzeugt. Daumen nach oben dafür. Ui, ganz schön viele Bögen. So, es gibt noch eine weitere. Ja. Frag mich, wie ich das schaffen kann. Ich hoffe. Ich krieg das irgendwie auf die Reihe. Mit dem Einfrieren. Vielleicht geht das auch wirklich nur mit Zeldas, Cry-Modul? Ich bin mir nicht sicher. Oh! Was haben wir denn hier? Oh! Eine weitere große Fee. Ah ja, stimmt! Es gibt ja insgesamt vier! Wir haben ja höchstens gegen drei von denen gekämpft. Ja, okay. Aber bevor wir das machen, verschieben wir lieber auf den nächsten Part. Machen wir erstmals noch die Arena hier. Nee, da fehlt noch das Hinox-Herz dafür. Und hier. Dafür müssen wir erstmals das hier abschließen. Oh, im Laden. Ah. Gib mir alles. Ich kaufe erstmal den Laden hier leer. Zutaten kann man immer genug gebrauchen. So. Können wieder genug Zeugs kochen. Ja, nur kann ich aktuell noch keine
frage mich, ob ich... Ich hoffe, ich kriege Geflügel hier mal. Ich meine, könnte ich in einem Laden überhaupt auch Geflügel kaufen? Ich glaube mal nicht, ne? Hier gibt es Edelsteine. Und auch Zutaten. Auch Fleisch, aber... Kleidung kann man hier färben, wenn man möchte. Nein. Nee. Hm. Auch nicht. Mann. Gibt's wirklich kein Geflügel zu kaufen? Nirgendwo. Das ist echt schade. Na gut. Hm. Aber hier gibt's Maxi-Trüffel. Ja, okay, dann. Warum nicht, ne? Oder nutzen wir zwei andere Charaktere? Daruk. Und, Mifa. Ich möchte für alle nur das Beste. Beide bekommen endlich wieder ein. Ja. Ich kriege Hunger. Es ist mehr Erfahrung. Gibt's einen Nachschlag für mich? Dann mal los. Und dann hole ich mir wenigstens ein paar Maxi-Trüffel. Machen wir halt mal diese Optionen, weil die brauchen wir sowieso für die DLC, für den DLC-Fertigkeitenbaum, sagen wir es mal so. Also es ist gut, wenn wir da weiterhin hochgefährliche Monster bekämpfen. Hilft uns auch. Das sieht mir nach einer großen Arena aus. Wenn man bedenkt, dass die silbernen Bockblends eigentlich uns in Breath of the Wild selbst mit richtig guter Rüstung ganz schön Ärger machen. Ja. Und hier sind die hauptsächlich Pipifax. Weil diese Silbermonster. Ja, sicher nicht. Nein? Kannst du knicken, Mann? Was sowas von? Zack und weg. Ich möchte mal Mifa befehligen, dass sie zum Feuermoblin sich begibt. Keine Niederlagenbedingungen? Naja, die Niederlagenbedingung ist halt nur, dass man hier K.O. geht, dein Charakter. Ich meine, das wird ja wohl sein. Da ist wieder der nächste Blitzmoblin. Shit. Da habe ich meine Chance verkackt. Aber da habe ich wenigstens die Chance. Ah, shit. Vergessen, dass er dreimal angreift. So. Je weniger von euch, desto besser. Ha, gar kein Problem. Wo kommt das jetzt her? Tch. Da war also noch ein kleiner Schmackofatz übrig. Mehr Silbermoblins, die es wissen wollen. Ah, sehr schön.
Nahrung. Ah, verdammt. Da treffen sie mich mit dem Pfeil. Die sind wirklich ganz gefährlich. Die können sehr oft in, sehr schnell hintereinander einen mit Pfeilen beballern. Also hier geht's nicht weiter. Gehen wir mal da hoch. Vielleicht finden wir auch einen Croc, wenn wir schon dabei sind. Würde ich so übelst abfeiern. Nein, kannst du knicken. Genau. Gebt einfach Ruhe. Legt euch auf ewig schlafen. So. Nahrungsmittel werden weiter aufgefüllt. Bleibt weiterhin zu. Leider Gottes sehe ich auch kein Anzeichen von einem Crocky. Nö. Tja, wo finden wir jetzt das hochgefährliche Monster? Schätze, wir müssen einfach dafür erstmal die anderen größeren Monster auseinandernehmen. Ah! Da ist schon mein Elektro-Pyromagos. Der schneller down geht, als er Blitz sagen kann. So. Nehmen wir jetzt hier auch mal die Kleinigkeiten. Und weiter im Programm. Oh ja. Damit ist unsere Nahrungstasche wieder voll. Au, au, au. Heiß, 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 heiß. Gott, verdammt nochmal. Gut, dass du Wifa hat erstmal so ein bisschen schon mal vorgesorgt hier und jetzt gebe ich ihnen den Rest. Ah, shit. Nix da. Satz mit X war wohl nichts. So. Und was jetzt? Wo finden wir jetzt das hochgefährliche Monster? Alles, was ich sehe, sind hier einfach nur ein paar kleine Spackos bislang. Ich vermute, wir müssen da nach oben. Das ist die letzte Ebene, die wir noch nicht so gut erkundet haben. Obwohl, da unten den Weg, den Mifa bestritten hat. Ich gehe mal den Pfad, den Mifa bestritten hat. Sie hat sich ja von den kleinen Vieh nicht aufhalten lassen, also. Ja. Ich glaube nicht, dass wir das hochgefährliche Monster finden werden. Oh! Da steckt auch noch ein toter Wächter. So. Nehmt den und den! Eine Chance. Und ihr wart mal eine Gefahr für mich. Da werdet ihr wahrscheinlich wieder in Breath of the Wild 2 sein. Oder was auch immer für neue Gegner auftauchen werden. Aber ich freue mich echt schon auf Breath of the Wild 2. Ich bin schon echt gespannt, wie das jetzt ablaufen wird. 100% Let's Play dürft ihr aber natürlich nicht von mir erwarten. Also, das tut mir echt leid.
was ich vielleicht manche von euch enttäuschen will. Aber ich werde natürlich wieder ähnlich wie in Breath of the Wild rangehen. Also die wichtigsten Standpunkte werde ich auf jeden Fall bestreiten. So viel steht schon mal fest. Darauf hätte ich auf jeden Fall Bock, das zu machen. Okay, Mifa. Gib dich mal nach oben hier. Mit mir. Ja, da flitzt sie los. Fast genauso schnell wie ich. Ich gebe dir Deckung. Jetzt kommt der Feuer-Pyromagus, aber das ist nicht das Monster, das ich gesucht habe. Aua. Aber sowas von. So, so viel dazu. Aber wir haben jetzt schon alles durchgesucht. Wo ist denn bitte schön das hochgefährliche Monster? Hm. Toll. Hm. Na gut, gehen wir erstmals. Ich vermute vielleicht da, wo die Sprungstelle ist. Wo ein Areal ausgegraut ist. Vielleicht ist es dort. Hm. Mifa, ja. Du könntest in der Zwischenzeit schon mal dorthin gehen. Jetzt bleibst du doch nicht dafür die ganze Zeit stehen, oder? Komm, Mifa. Du willst mir doch helfen, oder nicht? Ja, ich schätze mal, hier müssen wir hin. Dann übernehmen wir halt von Mifa über Mifa die Kontrolle. Wenn sie schon von selbst nicht gehen will. Wo lang jetzt? Schon sagen, stecke ich hier fest? Da. So, jetzt so. Sorry. Blindschleiche des Jahrhunderts. Und Darok prescht aber weiter vor. Von selbst. Der wird wohl einen Plan haben. Nehme ich mal an. Der weiß vielleicht, wo wir hin müssen. Ich hoffe nur, das hochgefährliche Monster ist kein Wächter. Oh boy. Das wäre echt das Letzte. Wenn wir jetzt einen Wächter auch noch stellen müssten. Aber gut, mit Link's Master Sword wäre das jetzt nicht so ein Problem. Hey! Hier war ich doch noch nicht so wirklich. Vielleicht? Hier muss auch noch ein Schatz sein, ne? Nein? Tja. Dann, ja, wie kann sie runterspringen? Dann müssen wir wirklich die Treppe wieder runter. Ja. So müssen wir wieder runter. Darok hat geht tatsächlich hier lang. Springt er da jetzt runter? Der springt da runter! Als ob! Na gut, dann gehe ich halt mal in diese Richtung und spring dort runter. Wir gehen hier ab! Das war gut. Oh ja, und jetzt schmeißt sie auch noch mit ihren Waffen nach uns. Was haben die so gedacht?
Was haben sie sich so gedacht, diese Spackos? Jetzt sind ein paar Rubine. Hm. Ach, das ist der Ort, wo wir dem Wächter begegnen dürfen zum ersten Mal. Jetzt erinnere ich mich wieder. Wow! Ich wollte gerade sagen, den Sturz würdest du nicht überleben, Mädel. Na gut, ich schätze mal, bevor ich jetzt noch mehr Zeit verschwende. Einfach weitermachen. Oh. Hier wäre sogar ein Schatz. Wäre. Aber leider gibt es ja keinen. Bei den Herausforderungen. Und tschüss. Nee. Du verpissel dich. Wie viele Treffer die benötigen? So, jetzt haben wir das hochgefährliche Monster endlich fast erreicht. Es ist ein Meteor-Pyro, Markus. Aha. Ein stärkerer Pyro, Markus. Au. Ja, dann müssen wir ihn ein bisschen nass machen, ne? Ist auch noch ein Blitzmoblin? Na toll. Ich glaube, ich habe das Falsche ausgewählt, oder? Na toll. Alter! Liebt es hier anzubrennen oder was? Bisschen unfair hier. Ich sehe nichts! Shit. Auch noch verfehlt. Oh, was zum Teufel? Was schickt denn der für einen Riesenfeuerball? Ah! Der bleibt dann an der Nase dran. Ach, zu spät, ey. Jetzt, come on, ey. Noch mehr? Das reicht's. Komm. Zieh ich den auch noch mit rein. Okay. Zumindest geht schon mal einer von denen down. Boah. Oh ja. Perfekt. Nicht nur Heilung, sondern auch... Yes. Das wär's. Tja. Nicht ganz so perfekt gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hätte, aber passt schon.
Und da haben wir unseren ersten Maxi-Edeltrüffel. Na schön, liebe Leute, im nächsten Part machen wir noch die Arena. Und wie immer gilt, wenn es gefallen wusste, ist bestimmt mindestens eines Thumbs up und Kommentar nicht vergessen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush wurde weg hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Hyrule Warriors 2, Zeit der Verheerung. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen!